Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. 5, 4, 3, 2 und 1 und damit herzlich willkommen zurück bei The Last of Us Part 1. Mit dem Blick auf diese schöne Gestaltung der Autobahn. Art Höhlenmalerei. Nicht schlecht, ist das im Echt auch so? Ich war noch nie in Pittsburgh ist es nicht, in Salt Lake City, genau. Ist das da so? Das sind ja so diese Hirsche. Aufgemalt, was ist das eigentlich? Reingeritzt in die Absperrung der Autobahn. Keine Ahnung. Ja, ich rede nicht drum herum, ich gehe einfach weiter. Ja, willkommen zurück. Weiter geht's. Wir gehen in großen Schritten auf das Finale zu des Spiels. Wir sind an unserer Auffahrt zu den Fireflies. Ja, wir sind angekommen. Wir brauchen jetzt nur noch die nächste Abfahrt, Abfahrt, wie auch immer, rechts abzubiegen. Und wir werden dann vielleicht die Fireflies treffen. Die große Hoffnung für Ellie, für die Menschheit. Ich bin gespannt. Ich gehe mal eben kurz in den Chat, um zu schauen, ob alles gut läuft. So, da bin ich schon. Wunderbar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und gucken mal, ob wir auf die Fireflies bauen können als große Hilfe. Es sieht schon sehr cool aus, ne? Dieses Endzeit-Thema ist hier wieder extrem cool designt und wiedergegeben. Die Natur hat sich alles zurückgeholt. Ist schon sehr, sehr cool. Oh. Oh. Okay. Gehen wir kurz da drauf. Gucken mal. Da ist, glaube ich, das Krankenhaus, ne? Unser Ziel. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Aber ich gehe mal kurz ins Wohnmobil. Hier sollte noch. Okay. Der Typ, der gibt's gut. Den gibt's gut. Den geht's bestimmt gut. Der wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Und ist dann eingeschlafen. Gott. Oh. Du Scheiß, das sehe ich ja jetzt erst. Das ist fast so wie im Kanal damals, ne? Ach du Schande. Ein Familienfoto. Ja, super. Vierköpfige Familie. Vergebt uns. Ja, super. Ja, zwei Kinder und die Frau wahrscheinlich. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist eine harte Welt. Gibt genügend Opfer. Zu viele. Auch Familien und Kinder. So, wir bauen mal kurz was zusammen. Lenken uns mal ein bisschen ab. Eine Nagelbombe ist ganz wichtig. Einmal Molly. Ist das Wichtigste. Dass wir uns wieder ein bisschen verteidigen können. Mit ein paar schönen Wurfgegenständen. So, ich gehe erstmal geradeaus weiter. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Oh. Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Tja, jetzt müsste man ein Traumdeuter sein. Ich glaube, diesen Traum hat man schon mal öfters, oder? Also es gibt sehr viele Leute, die so einen Traum haben mit dem Flugzeug, was abstürzt. Hat auch irgendwas zu sagen, aber ich bin leider kein Traumdeuter. Wenn unter euch ein Traumdeuter ist, gerne mal in die Kommentare schreiben, was das heißen könnte. Ja, Ellie ist immer noch ein bisschen, ja,
gezeichnet von dem, was im Winter passierte. So wie es scheint. So, haben wir hier irgendwelche Vorkommnisse? Irgendwelche Infizierten in der Nähe? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich schon. So, habe ich hier noch irgendwas Nettes? Hier oben auf der Brücke, bevor ich jetzt weitergehe. Ach, guck mal. Natürlich. Ein bisschen Schrott. Ich wusste doch, dass sich das lohnt, hier nochmal hinzugehen. So. Ja, wie gesagt, das ist das große Finale nähert sich. Wir sind jetzt wohl am Ziel. Jetzt müssen wir nur die Fireflies finden. Sie müssen ja in St. Mary's Hospital sein. Hoffentlich sind sie da auch. Ja, Eddie. Ob die nochmal so wird, wie sie war, wird die Zeit zeigen. So, wir gehen nochmal kurz hier unter die Brücke. Irgendwas war hier, glaube ich, noch. Mal kurz Licht an. Da liegt noch was. Dann wäre es auch ein bisschen Schrott. Und dann war hier, glaube ich, noch irgendwo was, oder? Irgendwo war ja noch was. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo war hier, glaube ich, noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mich vertan. Hier ist doch nichts. Na gut. Okay, wir gehen weiter. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Ja, das ist alles noch von vor 20 Jahren, ne? Hauptsächlich. Ich komme da nicht hoch. Doch, jetzt komme ich hoch. Ist hier noch irgendwas? Da hinten liegt noch was. Warte mal, da liegen noch ein paar Pillen. Eine Pillenpflanze. Ökologische Pillen. Hätte ich beinahe übersehen. Hätte ich beinahe vergessen. Man sollte sich hier alles genauestens angucken. Man weiß ja nie. So, jetzt können wir aber gehen. Komm, Eddie. So, da ist der Busbahnhof, glaube ich, ne? Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Sieht näher aus, als es ist. Okay, lauter verwaiste Panzer und Militärfahrzeuge, Polizeiwagen, wie immer. Wie überall. Das sieht schon krass aus, oder? Das sieht schon krass aus. So sollten Panzer stehen. Verwaist und verlassen. Und keine Waffen mehr. Ne, die sollten bewachsen werden und so sollten sie stehen. Das soll die Zukunft sein. Keine Panzer mehr im Gebrauch. Nur noch diese alten Dinger hier als moderne Blumenvase. So, wir gehen mal eben kurz hier noch überall rum. Ein bisschen rumgucken. Ah, diese, genau deswegen. Genau deswegen sollten wir uns hier alles angucken. Nicht zuletzt wegen irgendwelcher Firefly-Anhänger, die wir noch irgendwo finden könnten. Und auch wollen. Bevor wir jetzt ins Gebäude gehen. Es ist so ruhig hier, ne? Es ist einfach so ruhig. Es ist hier einfach viel zu ruhig. Geh auch mal rein in die gute Vielleicht Stube. geht es hier durch. Na, schauen wir mal. Okay. Das ist rein zufällig ist hier ein Loch, dass man leider runter muss. So. Die lustlose Ellie. Sehr depressiv. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Naja, heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht. Schon gut. Naja, vielleicht ändert sich das ja noch.
Kann auch trotziges Teenager-Verhalten sein. Beides ist möglich. So, ein bisschen Krempel mitnehmen und einen Brief zum Lesen. Nachricht an die Ehefrau. Lucia, wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich 1, 2 Wochen dauert, bis er dich erreicht. Und es geht uns gut. Hanna spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all dieses Wahnsinns verhält. Mir kommt es vor, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung. Und ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. In Liebe, Graham. Ob sie sich gefunden haben? Wir hatten ja keine Ahnung. Ja. Wenn der Koffer hier noch liegt, wahrscheinlich nicht, ne? Ah, hier liegt so viel Krempel rum. So, ich gehe mal gleich mal weiter. Utah. Wir sind in Utah. Ah, guck mal da. Noch mehr Krempel. Hier liegt eine Menge Krempel zum Vorbereiten für irgendwas. So, wir brauchen eine Leiter. Oder irgendwas zum Hochbefördern für uns. Aber wir gucken erstmal hier weiter. Denn hier gibt es noch eine Menge. Und noch Leute, die zu lange auf den Bus gewartet haben. Okay, das sieht schon sehr cool aus. Das ist schon sehr krass, hier rumzulaufen. Hat so ein Fallout-Thema irgendwie. Feeling. Hat echt so ein Fallout-Feeling. Sehr, sehr krass. So, wie kommen wir jetzt hier durch? Gar nicht, glaube ich. Wir müssen wahrscheinlich oben rum. Da kann man hier irgendwo... Ich glaube, es geht von hier aus nicht, ne? Nee. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie... Nach hier. Genau. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ellie? Nehmen wir eure Leiter. Und auf geht's. Ellie? Ellie? Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Kommt man sonst nicht? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, oder kommt man da oben? Man kam da dahinter, oder? Kam man da nicht hinter? Oder war das hier noch nicht? Ich glaube hier noch nicht, ne? Ich glaube, das kommt erst noch. Ich glaube, das kommt erst noch. Im anderen Bereich. Okay, ich wollte mich nur noch mal vergewissern. Okay, jetzt aber. Na dann. Einmal die Leiter, bitte. Ellie? Oh mein Gott. Wow. Was? Was ist los? Ellie! Ellie! Dieses Kind, ne? So, jetzt kommt womit die schönste Szene und Stelle im ganzen Spiel. Die beste und schönste Stelle, glaube ich. Die so wahrscheinlich sogar in eine Videospielgeschichte eingehen könnte. Was so viel Hoffnung bringt. Soll das ein Scherz sein? Wie interessant, ne? Man sieht immer noch nichts. Erst im nächsten Raum. Das ist so krass. Ist schon super von genial gemacht. Bis zuletzt. Da. Alter.
Das ist schon echt mega. Giraffen in freier Umgebung, in freier Wildbahn. Die hat man gerade noch auf dem Plakat des Zoos gesehen, in der Bushaltestelle. Und jetzt laufen sie hier rum. Wir gucken natürlich vorher noch ein paar Gegenstände ab. Da sind noch welche. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Das gibt ein Hoffnungsgefühl, dass die Welt nicht ganz verloren ist. Siehst du das? Schon gut, schon gut. Wie wundervoll. Und die Musik dabei, der Soundtrack großartig. Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist die hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Die geile Musik. Passend dazu. Unser Ziel da hinten vor Augen und dann die Giraffe. Was kann noch schief gehen? Ich glaube, wir sind am Ziel. Hier finden wir das, wonach wir gesucht haben. Hä? Was schwebt denn da so? Achso, ich wollte gerade sagen, was schwebt denn da so? Mit, glaube ich, der emotionalste, schönste Moment in der letzten Folge, das mit David am Ende. Das war wohl emotional mit traurigste und ja, Moment des Spiels. Und aber das hier, der emotional schönste Moment, glaube ich. Mit dem Soundtrack. Wir sollten ganz ehrlich hier einen Augenblick verweilen und uns das einfach mal ein bisschen angucken. Und ein bisschen genießen. Weil wann können wir uns sowas immer angucken? Wann gibt es so Momente? Ist es so, wie du sehr oft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Wir bleiben jetzt hier einen Augenblick stehen und gucken uns einfach mal diese Sicht der Dinge an. Ist das die Zukunft, die wir sehen? Eine Welt ohne Infizierte? Kann es so sein? Kann es so werden? Mit Ellies Hilfe? Kann sie die Hoffnung der Menschheit sein? Das werden wir rausfinden, wenn wir die Fireflies gefunden haben. Wir verweilen einen Augenblick. Entspannen. Wann hat man wieder so eine Gelegenheit? Ellie und Joel sehr nah und eng zusammengewachsen. Befreundet. Vater-Tochter-Beziehung.
Wer hätte das gedacht damals in Boston? Vor allem dieser Moment hier mit den beiden, wenn man das hier so sieht. Wer weiß, was Julius denkt. Denkt er an Sarah? Denkt er an Tess? Und Eddie, an was denkt sie? Denkt sie an Sam? Oder denkt sie an die Momente im Winter zurück, als sie nur knapp der Katastrophe von David entkommen ist? Oder denkt sie zurück, weiter zurück, vor dem allen hier, in die Geschichte von Left Behind? Denkt sie an ihre Freundin, die wir noch kennenlernen werden, denn das DLC wird im Anschluss an dieses Spiel starten. Denn wir wollen natürlich auch dieses Spiel gemeinsam spielen. Und nun bereiten wir uns vor, indem wir nochmal langsam die Welt betrachten hier in Salt Lake City. Mit Sicht auf das Ziel, wo wir hin müssen. Und mit Sicht auf die Hoffnungsträger. Komm, Ellie, wir haben einen Weg zu tun. Wir müssen die Fireflies finden. Wie schön sie auch ist, aber wir müssen weiter. Wir sind so nah dran. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Das ist die Frage. Hätten sie zurückgehen sollen? Hör zu. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Würdest du zurückgehen? Auch wenn Eddie, also wenn du das Gegenmittel in dir tragen würdest, würdest du trotzdem zurückgehen oder würdest du es versuchen? Schwierig, schwierig. Wir werden herausfinden, ob Eddie die große Hoffnung ist. Einmal auf Klo gehen, bitte. Schon sehr cool, diese Poster, ne? Oh, huch. Ich glaube, der ist ein bisschen... Der ist, glaube ich... Ja, ist kein gutes Ende. Ist noch einer. Kein gutes Ende für jemanden. Auf Klo gestorben. Niederschlag. Sehr schön. Auf dem Klo gestorben. War hier nicht noch irgendwo noch ein Firefly-Anhänger? Ich bin nicht ganz sicher, aber war hier nicht einer? Irgendwo? Oder war hier nur ein Comic? Bin jetzt gerade unsicher.
Bin da gerade unsicher gerade. Wo war der woanders? Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann wollen wir das mal glauben. Ich habe bestimmt einige verpasst. Ich habe bestimmt einige verpasst, aber macht nichts. So, weiter geht's. Hab ich eben mal die Quarantänezone. Einmal durch den Wartebereich. Einmal nach draußen. Und es ist zu ruhig hier. Na gut, die Fireflies, wenn die wirklich hier sind, haben vielleicht einen sicheren Bereich geschaffen. Schönes Wetter. Himmelblau. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Deswegen möchte Joel auch unbedingt, dass Ellie nicht passiert. Dafür tut er alles. Sie ist ihm ans Herz gewachsen. Tochterersatz. So, wir gucken mal so ein bisschen um hier. Nach irgendwelchen netten Gegenständen. Stört vielleicht ein bisschen die Atmosphäre gerade, aber wir müssen noch daran denken, an irgendwelche Kämpfe, und dann brauchen wir auch Gegenstände. So, haben wir denn hier Schönes, mein Gott. So, können wir irgendwas bauen? Ja, können wir. So, erstmal eine Nagelbombe. Dann noch ein Molly. Da haben wir die schon mal voll. Und noch ein weiteres Medipack. Perfekt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was an Material. Das ist ganz gut. Wie gesagt, im Schwierigkeitsgrad schwer und überleben gibt es hier kaum Gegenstände. Das also hier ist schon Luxus des Leichten und des Normalen. So, da haben wir noch ein bisschen Krempel. Warum der hier noch rumliegt? Nach 20 Jahren und wo auch wohl Fireflies sind, keine Ahnung. Aber er liegt hier rum und ich beschwere mich nicht. Ich nehme es gerne mit. Oh Gott, überall Blut an den Wänden. Eieiei. Hier ging alles vor die Hunde. Wie überall in Amerika. Und wahrscheinlich auch in der ganzen Welt. Interessant wäre noch eine Information, wie es in der ganzen Welt ausschaut. In Europa zum Beispiel. Wir haben ja, glaube ich, gehört, dass, glaube ich, Infektionsriesen. Ach, guck mal. Geil. 5. Werkzeugstufe 5. Cool. Cool. Perfekt. Wir haben ja gehört, dass, glaube ich, Infektion über 90% war, ne? Also das heißt, so gut wie jeder auf der ganzen Welt, nur ein kleiner Teil ist immun oder nicht infiziert gewesen. Tja. Das Spiel hat sehr viel von der aktuellen Situation. Ist natürlich noch härter, aber der Cordyceps, der Pilz natürlich um einiges tödlicher ist als Corona. Hoffen wir mal nicht, dass es hier in der Situation noch so mutiert, dass es auch so ist wie hier im Spiel. Das wäre natürlich echt nicht gut. Wir haben jetzt noch ein paar Monate vor uns, wo wir uns zurückhalten müssen. Bis vielleicht irgendwann ein Heilmittel, ein Medikament gefunden und erlaubt wird. Wir brauchen nur Geduld und müssen uns ein bisschen einschränken. So, eine Karte von Salt Lake City. Cool. Für unsere Sammlung. Und eine Werkbank. Das ist auch nicht schlecht. Da brauchen wir kurz ein bisschen. Was haben wir denn? Ein bisschen Schrauben. So. Jetzt haben wir auch alle Werkzeugstufen. Ist ganz gut. So, Pistole. Wir sollten erstmal hier hingehen. Weil die Waffe ist nicht schlecht.
Magazinkapazität, auf jeden Fall. Mehr Munition für die gute El Diabolo. Wir machen mal so viel wie möglich hier mit. Aber die Waffe ist super. So. Und schon habe ich kein Werkzeug mehr. Also kein Krempel mehr. Den Bogen sollten wir mal benutzen. Wir haben ja jetzt mit Ellie einen jetzt damit also ein bisschen lernen können. Den sollten wir mal häufiger anwenden. Vielleicht schaffen wir es nochmal irgendwann. So. 8 Schuss und ich kann noch irgendwas bauen. Das heißt, ein Medipack. Perfekt. Jetzt sind wir gut ausgestattet. Wir sind wieder gut ausgestattet. Kann ich noch irgendwas mitnehmen, weil ich vorher nicht konnte? Irgendwas. Irgendwie. Bevor ich jetzt durch den Bus den Bereich verlasse. Ja, nix, ne? Da komme ich nicht durch. Der Fahrplan, der gilt noch. Der gilt noch. Sieht alles noch sehr nach Kampfschauplatz aus, aber ist natürlich nur... Ja. Deko. Ein bisschen Deko-Kram. So, dann haben wir alles, glaube ich. Wir haben, glaube ich, alles mitgenommen. Gucken nochmal, aber ich glaube... Hier war nichts mehr, was wir jetzt noch zufällig mitnehmen könnten. Ich glaube, es ist alles dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. So, auf zum Bus. Wir haben noch was zu tun. Wir müssen ihn feiern. Hunde. Wilde Hunde oder Firefly-Hunde? Das ist hier die Frage. So, Ellie, komm. Hey Joel, ich hab was für dich. Ja. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Was denn? Und das gerade jetzt. Nach der Situation gerade mit dem Giraffen, wo wir in Erinnerung versunken sind. Kriegen wir gerade jetzt dieses Bild. Alte Wunden kommen hoch. Unsere Tochter. Mit einer Auszeichnung des Fußballs. Vor 20 Jahren. Wahrscheinlich ungefähr 12 Jahre alt, ne? Sie wäre wahrscheinlich jetzt so 32. Deswegen glaube ich immer noch, haben die Entwickler... Tests eingebaut, um den Spielern zu zeigen, was wäre, wenn Sarah noch da gewesen wäre. Dann wäre das wahrscheinlich Sarah gewesen. Ich vermute es nur. Ich vermute es nur. Könnte aber sein. Joel und Sarah. In Ewigkeit vereint. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Danke, Eddie, dass du es mitgenommen hast. Den gibt's gut. Der wartet noch ein bisschen auf die Weiterfahrt. Es ist so ruhig hier. Es ist so ruhig. Da ist das Krankenhaus. Das heißt, wir müssen jetzt da runter. In den Tunnel. Und Tunnel heißt nichts Gutes. Da können Infizierte sein. Oh. Ist okay. Gucken wir mal kurz hier ein bisschen rum. Wenn ich hier noch irgendwas finden. Bevor wir in den Tunnel hinabsteigen. Und die wahrscheinlich letzten Infizierten dieses Spiels finden werden. Die wir zu Gesicht bekommen. In Part 1.
das gute Comic-Heft auf dem Bus. Gut, hier war aber alles, ne? Hier ist alles. Wir müssen hier runter. Okay. Salt Lake City, Military Zone. Medical Evacuation, US Tunnel. Okay. Na dann, gehen wir mal rein. In vielen Filmen, Endzeitfilmen. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Könnte sein. Werden sie uns empfangen? Werden sie direkt auf uns schießen? Oder werden sie uns direkt aufnehmen? Das ist die Frage. Wie sein Film, Endzeitfilm. Ach, guck mal. Netter die Who. Gibt es einen Tunnel in vielen Filmen, auch bei The Stand von Stephen King, wo auch ein ähnliches Thema, ein Virus, ist entwichen und hat die Welt dahin gerafft. Nur eine kleine Anzahl Menschen in Amerika. Natürlich, Amerika ist ein amerikanischer Film. Wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine teufelsähnliche Person und eine Gottesgruppe. Gläubige, christliche Gruppe, die dann das Ziel haben, am Ende gegen diese teuflische Gestalt vorzugehen und einen Neuaufbau der Gesellschaft voranzutreiben. Sehr interessanter, cooler Film. Ist cool gemacht. Dauert sehr lange. Sechs Stunden mindestens. Hat vier Teile im Fernsehen mal gehabt. Und DVDs gibt es, glaube ich, zwei. Oder zwei Videos gab es. Sehr zu empfehlen. The Stand von Stephen King. Das Buch gibt es auch. Ist sehr, sehr dick. Aber ich kann es nur empfehlen. Gut. Da wollen wir mal. Noch ist alles ruhig. Noch ist alles ruhig. Ich bin schon froh, dass es hier nicht so dunkel ist. Na dann, gehen wir mal runter. Wo sind die Fireflies? Wo sind sie? So, erstmal ein bisschen Krempel suchen, der hier hoffentlich rumliegt. Ach, guck mal da. Eine Axt. Okay, die brauchen wir nicht. Die Axt brauchen wir nicht. Aber gut zu wissen, dass eine da ist. Ach, guck mal da. Kieke. Ein bisschen Krempel für uns, das ist ganz gut. Kann man noch irgendwas bauen? Ein Messer. Sehr gut. Für den Fall, dass Klicker da sind. So, ich werde versuchen, wenn hier welche kommen, das Ganze auf dem leisen Weg zu schaffen. Ob es mir gelingt, ich weiß es nicht. Ich habe es schon mal geschafft, früher. Habe ich es schon mal geschafft. Wünsche mir Glück. Vielleicht schaffe ich es nochmal. Es sind viele. Dafür aber dann die letzten in diesem Spiel. Wir können es schaffen, da durchzugehen. Wir können es schaffen. So, ich werde mal eben kurz durchladen. Einmal R2 drücken zum Laden. Und leise vorangehen. Eine Menge Runner hier und Klicker und auch die großen Arschlöcher. Und wir können es schaffen. Uns anschleichen, die Personen ausschalten. Der andere Typ läuft da. Erwürg ihn, aber leise. Ein Wunder, dass sie nichts hören hier, die anderen. Ein Wunder. Ein Bloater. Müssen echt leise sein. Müssen echt verdammt leise sein. Aber wir schaffen es. Wir können es schaffen. Man kann hier ganz leise durchkommen.
nehmen uns noch ein bisschen was am Krempel mit. Machen uns jetzt das komplette dritte Messer. Dann sind wir wieder vollständig. Und sind vorbereitet auf einen möglichen Kampf. Lassen den Klicker mal ein bisschen wegziehen. Lassen ihn mal nicht irgendwie an uns schnuppern. Ich glaube, wir gehen mal lieber mal den Bogen hier nach dort. Wenn der uns merkt, ist vorbei. Da müssen wir rennen. Ich glaube, da oben drauf ist noch was. Da sollten wir auf jeden Fall mal drauf. Wir lassen uns mal ein bisschen Zeit. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Zu gucken, ob hier irgendwas ist. Aber hier liegt tatsächlich gar nichts. Hier liegt tatsächlich gar nichts. Was sehr, 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 sehr toll ist. Egal. So, da liegt noch, da ist noch einer. Den kriegen wir noch. Den hab ich ganz vergessen. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es mit bisschen Geduld. Kriegen wir das hin. Ellie, sei ruhig. Die können uns nicht... Wir können es uns nicht erlauben, dass die uns hören. Es ist kein Beinbruch. Wir würden sie hinkriegen. Wir würden sie erledigen können. Trotzdem muss es nicht sein. Wir können es auch leise. Guck mal hier. Für unseren Flammenwerfer. Wir finden auf jeden Fall genügend Material. Was sehr, sehr cool ist. Wir wissen nicht, wofür wir das noch brauchen. Und Munition für unsere Waffe. Hat sich jetzt gelohnt, das Magazin zu erhöhen. Jetzt haben wir 9 Munition für unser Diablo. So. Neuer Bereich. Und neue Klicker. Ah, das sind nur Flaschen. Und noch weitere Munition. Okay. Und noch weiteres Material. Das sind so viele. Wir müssen sie auch nicht alle ausschalten. Wenn wir irgendwie leise durchkommen, wäre das schon gut. So, hier liegt noch fast noch eine neue Stange. Ich glaube, ich nehme sie mal mit. Wer weiß. So, wie sieht's hier aus? Da stehen. Ob wir das hinkriegen? Von hier aus. Alle drei unbemerkt. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Boah, Alter. Herzschlagfinale. Und ich glaube, mit höheren Schwierigkeitsstufen hören die auch viel besser. Dann hören die auch viel, viel besser. Aber bei leicht spielen haben wir noch eine Chance. Nein! Och, Joel, Mann! Wie oft denn noch? Das kann auch echt schief gehen hier in der Situation. Okay. Okay, das war's hier, glaube ich. Und wir haben noch mehr Material. Wir kriegen noch mehr Material. Und wahrscheinlich eine Messertür, oder? Nein, doch nicht. Keine Messertür. Aber viel Material. Was verdächtig gut ist. Und eine Menge Munition. Und wir verbessern unser Schlagwerkzeug. Schön. Okay. Jetzt sind wir hier.
einen Bereich weiter. Bleib hier. Also wie gesagt, ich muss nicht alle erledigen, wenn ich hier irgendwie durchkomme. Da links. Okay. Ich gehe lieber den anderen Weg, sonst hört er uns noch, wenn ich da runterspringe. Ja, ich hasse sie auch. Aber sie sind leider da. Leider sind sie da. Es ist zum Glück nicht so dunkel hier. Normalerweise hat man so einen Tunnel ja anders im Kopf, dass der extrem dunkel ist. Aber zum Glück. Auch bei The Stand im Tunnel ist das noch so gelöst, dass da mal Autos sind, die noch die Warmliganlage anhaben. So ist es nicht ganz dunkel. Aber es wäre natürlich noch um einiges cooler, wenn man hier komplett mit Taschenlampe umlaufen würde. Also da hinten müssen wir hin. Wir brauchen sie nicht auszuschalten. Das kriegen wir irgendwie hin. Langsam, langsam. Theoretisch bist du hier oben sicher. Weil wenn irgendwas passiert, können wir hier drauf gehen. Da passiert nichts. So, haben wir hier noch irgendwo einen? Nee. Oder? Ah, da sind noch welche. Ich lasse sie stehen, komm. Das ist noch ein Runner. Und zwei Bloater. Es wäre gut, wenn wir den Runner kriegen würden. Damit der uns nicht notfalls... Ich warte kurz. Leise, Junge. Leise. Leise. Ganz leise. Okay, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Wir können theoretisch auch den vielleicht lassen. Können die uns riechen? Boah, sieht die krass aus. Sehen die krass aus. Boah, Hammer. Leise runter. Und leise, guck mal die Blumen. Das ist auch Hoffnung, oder? Aber ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Die Kiste wäre ein guter Tritt. Schrei nicht so. Die sind noch da. Bitte kein Krach. Ich glaube, die Fireflies haben dasselbe gemacht wie Bill. Die haben wahrscheinlich die hier reingesetzt als kleinen Schutz. Schrei nicht so. Alter. Jetzt geht er hoch. So. Vorsicht. Okay, wir haben es geschafft. Wir lassen sie leben. Also, wir lassen sie. Wir könnten sie jetzt verschonen. Also, nicht verschonen, wir können sie jetzt erlösen. Aber. Lassen wir's. Ellie, komm. Alles klar. Ich glaube, hier kriegen sie uns nicht. Okay. Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn's vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Okay. Sie wird langsam wieder die Alte. War wahrscheinlich nur so eine leichte Depri-Phase vorhin. Wo sie an das Vergangene gedacht hat. Oh, wie es ausschaut mit dem Wasser, ne? So schön klar. Ist ja grafisch gesehen schon ein Hammer. Grafisch gesehen schon echt hammermäßig.
Okay, wir gehen hier raus. Dass hier noch irgendwo was ist. Was hier noch rumliegt. Unter Wasser kann man nie wissen in dem Spiel. Wo kommen die Fische überhaupt her? Ich bin jetzt. Ja, okay, ja. Moment! Ich komme sofort. Nur mal ein bisschen gucken hier. Jetzt, wo Eddie noch nicht da ist. Man weiß ja nie, wenn auch irgendwo was ist. Ein bisschen tauchen. Im klaren Wasser. Jetzt kann man sich auch ein bisschen die Haare zurecht machen. So, wie sieht's hier aus? Da ist ein Klicker. Den sollten wir vielleicht vorher erledigen. Und Munition. Umso besser. Okay, noch ist es safe. Klappt vielleicht. Diese. So. Besser ist das. Lieber vorher erledigen. Bevor Ellie hier reingeht. Wahrscheinlich geht die hier rein, oder? Da drüber. Ich brauche Ellie dafür. Ja, kein Problem. Ist nur schon mal ein Ziel vor Augen. Okay. Sieht gut aus. Wir leben noch. Zufällig liegt die Leiter natürlich noch da. Rein zufällig. So, Ellie, dann komm mal. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Schrei nicht so, die ist direkt da. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo Viecher sind. Okay, hier mit dem Fuß. Okay. Na komm, mach dich. Na dann mach mal auf, das Ding. Haben die Fireflies sich schön abgesichert hier? Wenn sie es waren, heißt das. Aber ich denke mal schon. Irgendeiner hat sich verbarrikadiert. Wahrscheinlich der Klickertyp, der da saß. Ach, guck mal hier. Wie schön. Noch mehr Krempe für uns. Wir können nichts bauen, ne? Wir sind komplett voll. Aber vielleicht können wir uns noch eine Fähigkeit noch aneignen. Fertigungszeit, Lauschmodus, schwankende Waffe, Heiltempo. Komm, Fertigungszeit passt schon ganz gut. Und das passt auch ganz gut. Komm. Haben wir's. So, was haben wir hier? Ach, guck mal an. Wenn man schon von der Werkbank träumt, ist eine da. Okay, dann mal los. Aber wir haben eh... Okay, 54 haben wir noch. Panzerbrechend. Können wir nicht machen. Shorty benutzen wir gar nicht, ehrlich gesagt. Das Gewehr, panzerbrechend. Schrotflinte. Mehr Munition für die Schrotflinte. So. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Okay. Hopp runter. Hm? Ellie, wirst du bitte warten? Da ist noch eine Tür. Eine Messertür. Und wir können direkt ein neues bauen. Weil wir finden noch Material. Guck mal eben kurz, ob wir das Zeug. Nee. Das ist alles nur für Medipack und anderes Gelumpe. So. Hier haben sich Leute wohl. Eieiei. Schön. Material. Ah, okay.
Jetzt wissen wir auch, wer sich eingesperrt hat. Alkohol ist auch voll. Aber. Ach, guck mal. Hä? Dem wächst eine Blume. Was? Dem wächst eine Blume aus dem Auge. Ernsthaft? Ernsthaft? Hehe. Willst du mich verarschen? Ein Blumenjung, ein Blumenkind. Ein Blumenkind. Okay. Haben sich hier welche verbarrikadiert? Wir hätten natürlich auch gerade die Zombies auch mit, oder die Infizierten mit dem Feiern ausschalten können, aber es klappt auch so. So, können wir noch irgendwas nachladen? Einfach nur mal so, weil wir es können. Gucken wir mal kurz. Das ist voll, ne? Das ist, glaube ich, auch voll. Den sollten wir mal benutzen irgendwann. Vielleicht kommen wir mal zur Gelegenheit irgendwann. So, wir sind komplett voll. Wir haben nichts mehr, keinen Platz mehr. Wir sind vollkommen bestens vorbereitet. Also machen wir uns auf weiter. Für unser Ziel. Und hoffentlich werden wir die Waffen nicht brauchen. Sieh mal! Da ist es! Mhm. Naja. Naja. Sieht wie in einer Tauchstunde aus. Ich gehe nirgendwo hin. Sieht wie in einer Tauchstunde aus. Okay. Dort müssen wir hin. Das war früher mal alles nicht unter Wasser. Das heißt, wo kommen die Fische alle her? Aus dem Klo? Okay. Na dann. Oh, da liegt, da schwimmt noch ein Kollege. Oder irgendwas anderes. Okay. Eine Leiche. Wie gut, dass wir gutes Lumpen. Ein gutes Lumpen haben. So können wir hier eine Zeit lang tauchen. Okay. Haben wir geschafft. Okay, da geht's lang. Und ist zu ruhig hier, ne? Immer noch. Wozu ist jetzt dieser Raum hier? Der ist wahrscheinlich einfach nur, wenn man versehentlich runterspringt, wahrscheinlich, ne? Der ist wahrscheinlich eigentlich nur aus dem einen Grund da. Wenn irgendein schlechtester Gamer der Welt versehentlich mal hier nach links drückt und da runterspringt. Könnte sein. Aber so schlecht bin ich nicht. Ich bin schlechter. Mir passieren schlimmere Dinge. So, haben wir noch irgendeinen anderen Krempel außer die Palette? Ja, super! Okay, los, das da oben. Da kommt man nicht dran, ne? Ich meine, das hätte irgendwann gegangen. Da wäre aber die Leiter kaputt gegangen. Hätte man so wahrscheinlich sofort machen müssen. Naja, jetzt haben wir halt sofort die. Jetzt haben wir halt die Palette jetzt schon mal geholt. Passt schon. Ellie, geh auf die scheiß Palette. Okay. Rauf da. Okay. Rauf da. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Hallo? Geh mal die Treppe hoch.
Danke. Okay. Ich habe jetzt mit dem Brett gerechnet. Ah ja, Moment, ich erinnere mich. Ich weiß jetzt warum. Was ist das? Ach ja, ich erinnere mich an, was ist passiert. Kein Brett, sondern eine Leiter. Oh. Was ist passiert? Verdammt, ja. Der Leiter ist hin. Und jetzt? Ja, ganz einfach. Ich überlege mir was. Was man mit dem Brett macht. Was man mit Brett hart so macht. Einmal an die Wand stellen. Hoch. Einmal Brett hart die Leiter hoch. Und das Ganze da hinten. Einmal runterlassen und dann einmal ablassen. Und dann kann man drüber laufen. Ganz bequem und super. So, einmal ablassen. Einmal runterspringen. Einmal nehmen. Und erfinderisch wie wir sind, haben wir eine Brücke erfunden. Oh, okay. Gute Idee. Ja, der Joel kann auch was. Der kann auch was. So, weiter geht's. Ob da jetzt unten noch irgendwas war im Wasser, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Hauptsache, ich komme mal langsam zum Fireflies. Okay, weiter geht's. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Mhm. Dann gucken wir mal. Elisa, vorsichtig. Natürlich müssen wir hier so klein. Okay, na komm, bring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Ja, der Weg sieht zu einfach aus. Der sieht einfach viel zu einfach aus, als er ist. Oder? So, geh du rüber. Geh ich doch. Nun geh. Nun geh. Mein Gewicht. Geh. Das Spiel, ne? So vorhersehbar. Ah, warum geht das? Oh, Ellie, los! Luf doch mal! Schwimmt sie. Wir haben nicht mehr viel Luft. Und sie auch nicht. Schnell. Greif sie dir. Und dann raus hier. Wir haben sie. Wir haben sie. Und wir werden gleich sterben, oder? Oh, Gott sei Dank. Puh. Schwein gehabt. Komm schon.
Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Die Fireflies. Herzliche Begrüßung. Ja, super. Und wer sitzt da? Willkommen bei den Fireflies. Willkommen, Marlene. Hallo. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. So dankst du es also. Das Miststück. Denk nur... Steh auf. Das, an die Sache. Ich sagte, steh auf. Eieiei. Die Fireflies. Die Hoffnung. Ja, los. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Der hätte gar nichts sagen sollen, weil er wahrscheinlich sowieso gestorben wäre. Mist. Oh oh. Oh oh. Hoffe ich kriege das irgendwie hin. Okay, verstecken irgendwo. Wie viel haben wir denn? Es sind zu viele. Es sind zu viele. Verdammt. Es sind viel zu viele. Ich komme hier irgendwie heil raus, aber. Sind zu viele. Oh Scheiße. Ethan ist tot. Was? Ethan ist tot. Es hat einen erwischt. Der Schmuggler ist weg. Viel finden und töten. Wir suchen den Rest ab. Verstanden. Alles absuchen. Schmuggler finden und erledigen. Zeig dich, du Flasche. Das war der Erste. Das war der Erste. Der andere muss auch noch folgen. Der andere muss auch noch folgen. Verdammt,
Verdammt, verdammt! Verdammt, verdammt! Steck dich. Okay, sind aktiviert. Sind aktiviert. Hätten wir leise machen müssen. Das hätten wir leise machen müssen. Okay, das war doof. Egal. Kriegen wir es hin. Oh, Material. Natürlich. Okay, wir können die Leute ablenken. Uah. Das wäre beinahe schief gelaufen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Vielleicht kriegen wir ihn. Den kriegen wir vielleicht. Den kriegen wir doch, oder? Okay, da steht noch einer. Der kommt bestimmt hier rein, oder? Der kommt bestimmt hier rein. Den können wir vielleicht kriegen. Von hinten vielleicht. Okay, den kriegen wir. Den kriegen wir. Okay, den haben wir. Da hinten geht noch einer. Und die warten alle in dieser Richtung auf uns. Das heißt, diese Richtung ist der Weg. Diese Richtung ist der Weg. Wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich doch gleich eine Nagelbombe benutzen müssen. Um da irgendwie rauszukommen. Wir werden wahrscheinlich eine benutzen müssen. Die stehen alle da. Es sind zu viele, ne? Umgebung durchsuchen! Es sind zu viele. Oh, da kommt einer. Da ist einer. Vorsicht. Da ist einer. Der kommt hier rein. Scheiße. Den kriegen wir, den kriegen wir. Den kriegen wir. Wenn wir das leise hinkriegen, kriegen wir ihn. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Okay. Noch mehr. Die stehen alle dort. Das heißt, wir kriegen vielleicht die Gelegenheit. Nichts. Hast du das gesehen? Okay, das waren drei auf einen Streich. Das waren drei auf einen Streich. Das heißt. Das waren zwei auf einen Streich, glaube ich. Wir machen uns eine neue. Das läuft jetzt ganz gut. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen mit unseren Nagelbomben. Wir brauchen noch welche. Wir kriegen auf welches Material. Bis jetzt läuft es ganz gut. Okay, er legt noch ein bisschen Material rum. Aber ich glaube, es ist nur Energie, ne? Okay, es ist nur Energie. Da kommen welche. Oh, da sind zu viele. Okay, wir können neue bauen, das ist gut. Wir können neue bauen, das ist sehr gut. Boah, sind das viele. Sind das viele hier. Alter. Okay. Die bleiben aber alle in ihrem Bereich, oder? Die bleiben alle in ihrem Bereich. Okay, die bleiben alle da. Okay, gehen wir kurz hier rein. Okay, da ist der Start, wo wir herkommen. Mal kurz ein bisschen gucken hier nach Material. Ja, guck mal. Wie gut, dass man hier nochmal hingekommen ist. Bisschen Alkohol. Mach die Birne hol.
Was haben wir hier? Oh, huch. Okay. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass hier ein Balkon ist. Das wusste ich gar nicht. Interessant. Okay, hier laufen zu viele. Es gibt theoretisch hier im Krankenhaus nur zwei Stellen, wie diese hier, wo eine Menge Soldaten sind von den Fireflies. Wenn man die gut überstanden hat, hat man schon fast die halbe Miete. Dieser Bereich und da oben da. Der Bereich oben. Ich würde gerne das Ganze ruhig hinkriegen. Okay, das waren zwei. Einmal Molly. Material sollten wir genug haben. Wir können uns eine neue bauen. Wir können uns ein paar Mollys leisten. Okay, der hat was mitgekriegt. Okay. Vorsicht, Vorsicht, Jung, Vorsicht. Gib mir Deckung! Wieso? Wo bin ich denn? Wie viel haben wir noch? Okay, das sind noch welche. Das sind so viele, ne? Komm, die beiden. Okay, wunderbar. Einer, ne? Einer noch. Und den kriegen wir doch, hoffe ich, auf Schleichweg. Den könnten wir auf Schleichweg kriegen. Der kommt natürlich genau hier hin. Arsch. Schrei nicht so. Kollegen hören mich noch. Aber wir haben alle. Guck mal, das ging ganz gut. Muss ich mal so sagen. Wir kriegen noch mehr Krempel. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umsehen. Oh, guck mal. Ein paar Post-its. Was steht denn da Schönes? Ein paar Liebesbriefe. Was haben wir hier? Okay. Wash your hands, natürlich. So, das waren aber nicht alle jetzt, glaube ich. So, da müssen wir lang. Aber noch nicht. Ey, neue Waffe. Geil. Sturmgewehr. Geile Scheiße. Das würde ich mir wünschen, dass wir das am Anfang irgendwie kriegen können. Vielleicht mit unendlich Muni oder so. Das wäre doch cool. Ein Sturmgewehr, Alter. Warte mal, Sturmgewehr. Wir tauschen mal. Wobei, warte. Doch. Sturmgewehr. 25 Schuss. Geil. Was haben wir denn hier? Ja, wenn der Alarm ertönt, bin ich weg. Hat doch gut funktioniert bis jetzt. Hat alles gut funktioniert. Hätte nicht besser laufen können. Oh Mann, Alter. Boah. Alter. Munition, geil. Wir kriegen eine Menge Munition für Sturmgewehr. Boah, cool. Komisch, dass nur die Fireflies so Dinge haben. Dass die Banditen sowas nicht haben. Das wundert mich ein bisschen. So, weitere Nagelbombe bitte. Dankeschön. Und wieder so ein Zettel mit Hände waschen. Wash your hands. Wash your hands in the air.
kleine Information, ne? Nicht schlecht. Warte mal. Kleines Selfie mit Joel? Geht nicht. Das ist nur halb, ne? Gut, wir gehen weiter. Wir müssen Ellie finden, die gerade operiert wird. Ellie wird operiert. So, wir sind voll. Das hat echt verdächtig gut funktioniert gerade. Muss ich mal so sagen. So, wir holen schon mal das Ding hier. Theoretisch können wir jetzt gleich einfach durchgehen. Machen wir natürlich nicht. Wenn wir schon mal hier auf Katastrophe gehen und Firefly jagen wollen, dann wollen wir die auch alle erledigen. 3 Stück sind's. Die kriegen wir. Hey Jungs, ich bin hier. Ich bin hier. Oh mein Gott. Das hier ist ein verdammtes Blutbad. Such ja. Alles genau ab. Oh, verdammt. Alter. Uiuiuiui. Der will mich doch verarschen. Krass. So, mal kurz gucken. Haben wir da noch irgendeinen Krempel, den wir noch machen können? Irgendwas noch aufsammeln können? Nee, ne? Das war's. Gut. Na dann. In den Westflügel, bitte. Komm her. Boah, ich bin der beste Schütze der Welt. Ich bin der beste Schütze der Welt. Aber egal, ich habe da glaube ich noch Energie gehabt da hinten. Ich hole mir sie mal einen kurz. Mein Gott, ein paar Mal versagen darf ich ja, ne? Ich darf mal versagen. So, hier war doch irgendwo noch ein kleiner Snack. Und da hinten war auch noch ein Snack. Das kann ich hier nicht so stehen lassen. Guck mal, die haben alle Sturmgewehre dabei. War auch an die Firefly sowas. Bestens vorbereitet. Und können mich trotzdem nicht aufhalten. Na dann. Let's go. Der Unterbereich haben wir gut überstanden. Mal abgesehen von der Aktion da gerade. Naja, komm. Was soll's. Passiert. So, vollkommen hochgeladen. Geile Waffe, ne? Cool. Okay, da ist nichts mehr, ne? Ein bisschen Alkohol, nicht für uns. Gut, dann gehen wir mal. Ich denke mal, in den höheren Schwierigkeitsstufen ist das auch ein bisschen schwieriger. Wobei, wir haben noch keinen einzigen Schuss abgelassen gerade. Außer jetzt gerade zum Beispiel. Den Stein möchte ich gerne behalten. Ich stehe ja auf Steine. Aha. Ein Blick nach draußen. Wird dabei dunkel geworden. Okay, wir sind safe. Wir können uns hier umgucken. Passiert nichts. Wir können uns hier ganz in Ruhe umschauen. Da müssen wir hin. Machen wir natürlich noch nicht. USA, USA. Würde Homer Simpson jetzt sagen. Wenn er die amerikanische Flagge sieht. Schere. Und wir können wieder unser Schlagwerkzeug reparieren. Das können wir gut gebrauchen. Das können wir gut brauchen. So, hier liegt nichts. Da ist nur der Weg nach dort. Sonst ist hier nichts. Dann können wir auch durch die Tür gehen. Na dann. Haben wir hier noch ein paar Notizen für uns. Das sind die gleichen, ne? Das sind genau die gleichen. Aber dieser Zettel hier, der rote, der ist mir früher nie aufgefallen. Ist der neu oder ist er dazugekommen? Ich habe früher einiges nicht richtig beachtet, ne? Auch die Poster und so, ne? Die ja definitiv früher auch schon da waren.
Scheiße. Okay, die Tür rappelt nicht. Das heißt, da ist keiner hinter. Ich glaube, wenn man die Typen nicht erledigt, dann rappelt die Tür, glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, ein bisschen medizinischer Krempel. Die Aktenlage. So, und ab in den nächsten Bereich. Einmal nach oben. Wir müssen Eddie finden. Okay, sieht genauso aus wie hier unten. Da ist eine Tür. Da ist ein Abspielgerät. Das hören wir uns gleich mal an. Ah, eine Messertür, natürlich. Na bitte. Natürlich, eine Messertür. Wie kann es anders sein? Und ein Firefly-Anhänger. Was? Brioni Stuatium. Okay. Warum auch nicht? Oh, guck mal, Munition. Oh, so, wir kriegen eine Menge geschenkt. Nein, ich will meine Waffe wieder haben. Und wir können wieder was bauen. Gott sei Dank. Geil. Die werden wir brauchen. Gleich kommt noch eine Szene, da werden wir sie brauchen. Und dann haben wir eigentlich die Gewalt, wo wir sie selbst anwenden, eigentlich geschafft. Wir müssen noch durch eine Gewaltszene durch. Und dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir nur noch Story. So, wir gehen überall mal gucken. Auch nochmal hier gucken. Oh, der Mond scheint. Ah, ja. Auch noch eine Tür. Mal gucken an. Ist auch noch eine Tür drin. Menge Material gibt es hier zu finden. Es gibt hier eine Menge Material. Die bereiten uns auch vor. Oh, da ist noch einer. Dann lauschen wir mal rein in Marlens Aufzeichnung. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch. Eher ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter, nicht wahr? Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein. Sie opfert sie. Wo sie weiß, dass sie stirbt. Frage ist, würde Ellie es wollen? Das ist die große Frage. Würde sie es wollen? Auch wenn sie weiß, dass sie dann stirbt. Wahrscheinlich schon, oder? Was haben wir denn hier? Oh. Ah, anderer Weg, okay. So, die Messertür haben wir gerade geöffnet. Da war nichts mehr zum... Okay, wir haben genug. Alles voll, ne? Wir haben nichts mehr, was wir mitnehmen können. Gut. Dann haben wir noch ein Abspielgerät hier. Eins haben wir noch. Dann lauschen wir mal. Aufzeichnungsgerät des Chirurgen. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps.
Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Die wollen die Gesellschaft wieder aufbauen. Wer weiß, wie dieser Pilz überhaupt freikam, wie er zustande kam. Vielleicht waren es ja die Menschen, die geforscht haben. Das weiß man jetzt ja in der heutigen Zeit ja auch nicht wirklich. Ob es absichtlich war oder die Menschheit. Man weiß ja, wie die Menschheit so ist. Man weiß es ja. Und ich sag nur eins, Krieg bleibt immer Krieg. Und Krieg bleibt immer gleich. Wie man schon im Fallout immer hört. Weil die Menschheit immer gleich bleibt. Die wollen immer Macht haben. Eieiei. Schwierig, schwierig. Die großen Fireflies entwickeln sich hier auf. Guck mal, wie cool. Mit dem Licht. So, und noch mal ein bisschen Ruhe hier. Noch mal ein bisschen was zum Angucken. Ein Steinchen auf der Waage, natürlich. Da wollte einer mal gucken, wie schwer ein Stein ist. Die großen Fireflies. Na, keine Regel. Hände waschen bitte. Man kann sich hier überall verstecken, ne? Wahrscheinlich kann man die Typen gleich überall hier hinlocken. Das würde vielleicht funktionieren, oder? Okay. Ein bisschen Energie wäre nicht schlecht. Um nochmal auf grün zu kommen. Ach, guck mal. Eine weitere Nagelbombe. Jetzt haben wir wieder alle drei. Ich glaube, die werden wir gleich gut brauchen können. Was haben wir denn da? Marlins Tagebuch. Uiuiui. Jetzt wird's persönlich. Was schauen wir denn? Okay, es ist ein bisschen was zum Lesen. Es ist ein bisschen was zum Lesen, okay? Aber die Zeit nehmen wir uns einfach mal. Gucken wir mal. 15. März. Wir haben endlich die Grenze von Utah überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um ihre Moral gemacht. Seitdem Greg und Tanya letzte Woche von uns gegangen sind. Ja, es tut gut, es mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufpasst, Marlene. Es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert, zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe. Aber jetzt will ich nur für die Augen schließen. 24. März. Sie sehen mich an und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden von gesamten Bossen der Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Eskorte bereits tot waren? Verdammt! Ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebte den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen hatte ich sie in die Hänge von Schmugglern gegeben. Ich hab dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anfängerin. Ich kann nicht mit ihnen reden. Ich halte die Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben. Einer unserer Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen Tunnel beim Busbahnhof
getreten haben. Er sagt, er könnte rothaarig sein. Ist sich aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene. Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrt hast, suche nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Anna ist also der Name der Mutter wahrscheinlich. Eieiei. Das entwickelt sich hier ja noch. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Nochmal eine letzte große Aktion. Ja, das ist das. Action-Szene. Ich komme, Ali. Die letzte große, die wir hier noch irgendwie überstehen müssen. Es kommen wahrscheinlich der letzte Gegenschlag der Fireflies. Mist! Was war das? Es war da drüben! Er ist mit der Stimme. Okay, das hätte besser laufen können. Das hätten wir besser. Einer ist hochgegangen. Die anderen gucken da hinten. Okay. Okay. Die haben sich alle verbarrikadiert. Okay, jetzt hätten wir vielleicht noch ein bisschen. Normalerweise kann man da gut durchlaufen, ohne dass sie einen sehen. Ist ein bisschen ärgerlich. Normalerweise ging ja das ganz gut. Es ist einer, ne? Es ist einer. Es ist einer. Mal kurz den Rückzug angetreten, um verstecken. Nur mal so. Zur Sicherheit. Aber sie sind alle dort. Die sind nur dort. Und die bleiben da stehen wahrscheinlich. Okay. Dann haben wir eine Chance. Dann haben wir eine Chance. Wenn die da stehen bleiben. Erst nur die drei sind. Die drei kriegen wir. Die Nagelbomben haben gute Arbeit geleistet. Die haben gute Arbeit geleistet. Die stehen hier natürlich genau. Sehr unpassend. Ein kleiner Snack für zwischendurch. Ein kleiner Snickers. Für den Fall, dass es mal wieder länger dauert. Und da war es nur einer. Das ging einfacher, als ich dachte. Wo ist der andere hin? Wo ist er hin? Der hat sich versteckt, oder? Der hat sich bestimmt versteckt. Boah, haben wir Schwein gehabt. Haben wir Schwein gehabt, dass sie uns nicht entdeckt haben. Okay. Wunderbar. Einer ist hier noch. Einer müsste hier noch sein. Ach, es war er, glaube ich. Na gut, dann haben wir ihn vielleicht. Okay, dann hat wahrscheinlich irgendein Funke der mit angesteckt. Okay, haben wir es geschafft. Cool. Und sogar noch eine Nagelbombe haben wir noch über. Das ist gut gelaufen. Das ist gut gelaufen. Muss ich mal so sagen. So, haben wir noch irgendwas hier zum Mitnehmen? Irgendein Krempel? Irgendwas? Hätte man auch leise machen können, aber es geht auch so.
So, wir gehen nochmal alles ab. Wie gesagt, ich bin vorher, bin ich eigentlich immer direkt in die Hocke von da drüben nach hier gegangen und die haben uns nicht gesehen. Also finde ich ein bisschen blöd, dass der mich jetzt gerade gesehen hat. Normalerweise klappte das immer. Ich habe immer echt mal versucht, mal ein bisschen so rüber zu gehen und die hat mich nie gesehen. Auf einmal sieht er einen, das finde ich ein bisschen blöd. Also es hat mich bis jetzt... Naja, egal. Was soll's, wir haben es geschafft. Wir haben ein paar Fireflies erledigt. So. Wir sind gut dabei. Na gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Hier waren wir ja gerade erst. Dann nehmen wir mal unsere Diabolo in die Hand. Und gehen mal Richtung Tür. Hier war ja nichts mehr, ne? Wir haben alles, glaube ich, abgegrast. Einen Nagelbaum haben wir noch. Oh. Guck mal da. Kriegen einen Haufen Munition hier. Diese Tür wird nicht gerammelt. Manchmal war das. Oder es kann natürlich auch sein, dass bei PS3 damals sehr geruckelt hat. Also, dass das die Grafik war, die erst ein bisschen die Tür gerammelt hat. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein weiteres Hörspiel. Dann hören wir mal rein. Hey, Anna. Es ist schon so lange her. Ich habe gerade die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte, war sie mir wichtig. Ich hätte alles für sie getan und manchmal... Nur sie kann uns retten. Uns alle. Danach haben wir gesucht. Du damals auch. Ich soll den Schmuggler töten. Aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten, der die Schwere dieser Entscheidung begreift. Vielleicht vergibt er mir. Deine Tochter ist bald bei dir. Oder auch nicht. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Okay, die Mutter ist möglicherweise tot. Wenn Marlene das hier so sagt, ist es wahrscheinlich auch so. Viele haben ja in Part 2 vermuten ja, dass die Ellies Mutter da vielleicht auftauchen könnte. Aber wenn man das jetzt hier so hört, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht doch tot ist. Oh, ist das die Kinderstation, ne? Oh, da habe ich noch nie richtig drauf geachtet. Ist wahrscheinlich auch die Remastered-Version, was hier besser zur Geltung kommt. Sieht aber schön aus. Schöne Kinderstation. Und natürlich ein bisschen Eigenwerbung der Fireflies. Riesengroßes Logo. Naja. Weil ich nochmal kurz gucken wollte. Nehmen wir kurz in den Rucksack. Was haben wir nochmal für ganze irgendwelche Dinge durchgehen, was hier. Das sind alles. Das hatten wir alles schon mal gelesen, ne? Ganz schön viel gefunden. Wir haben ganz schön viel gefunden. Danny und Ish. Tja, ob die auch von David Chagan zu Gulasch verarbeitet worden sind. Also zumindest sehr Kyle war es, glaube ich, ne? Ich hab's wieder vergessen.
Was? Warte mal, was hier? Halt, warte. Da war's. Kai war's, glaube ich. Na, warte. Überleben noch Notiz. Wo war der Zettel? Wo war der eine Zettel, den wir gefunden haben? War es der hier? Nee. Hier war irgendwo noch die Notiz. Mit dem dünnen Mann, ne? Der Klemme-Notiz. Streichhölzer. Okay. Keine Ahnung. Ich meine, ich hätte die irgendwo gehabt. Wie war ja der Zettel, den wir in der Vorstadt gefunden haben, wo man das erste Mal von dem dünnen Mann, wahrscheinlich von David, hört, der mit dem was getauscht hat. Und der den wahrscheinlich überredet hat. Ah, guck mal, hier ist Ellis Rucksack. Okay. Aber reingucken kann man nicht. Cool. Aber dass wir ihn haben, ist gut. Wo er ihn da jetzt gerade trägt, weiß ich nicht, aber wir haben ihn auf jeden Fall. Familienfoto. Achso, das war das hier. Okay. Foto von Joel und Sarah. Lange ist her. Okay, das wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Bevor wir jetzt weiterkommen und nicht mehr die Sachen durchgehen können. Gut, dann gehen wir mal hinein in den Operationsraum. Ja, schon cool gemacht. Ist ein sehr mega geniales, cooles Spiel. Boah, ist das cool gemacht. Sieht das cool aus. Mit Schatteneffekten, ne? Okay, ich gehe rein. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können, unsere Zukunft. Tja. Zu welchem Preis? Aber gut, die haben natürlich keine Beziehung zu ihr, ne? Die wollen einfach nur das Gegenmittel. Ich möchte dir Kommen nichts Sie tun. ja nicht näher. Leg das Messer weg. Ich warne Leg Sie. das Messer weg. Ich will dir nichts tun. Ich will dir nichts tun. Ich möchte dir nichts tun, verdammt. Wir müssen hier was tun, sonst kommen wir da nicht vorbei. Aber ich werde ihn nur ins Bein schießen. In den Fuß. Das heißt, liebe Leute, auch wenn er dann tot sein sollte, ich habe ihn nur in den Fuß geschossen. Alter, ich habe ihn in den Fuß geschossen. Nicht getötet. So, ich tue ihn nichts. Viele Leute würden die jetzt umbringen. Und das Unbewaffnete ermorden. Muss endlich aufhören. Er ist echt tot, oder? Von einem Fußschuss, Alter. Von einem Fußschuss. Da liegt sie. Da liegt sie nun. Da liegt sie nun. Vor uns. Ich tue euch nichts, keine Sorge. Ich möchte nur mit Ellie hier raus. Ich will nur mit ihr wieder hier weg. Ihr kriegt sie nicht.
Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Das Morden muss aufhören. Wir wollen hier weg. Wir müssen hier weg. Raus hier. Zurück! Nutze sie als Schild. Wenn wir sie umbringen, wenn wir sie auf uns schießen, boah, die Musik. Wie geil gemacht. Mega. Ich bring dich hier raus, Kleine. Geile Musik. Auch das ein sehr emotionaler Moment. Los. Verdammt, wo lang? Wir müssen aufpassen, weil die können uns auch erschießen. Oder auch töten. Nein, nein, lass sie los! Lass sie los! Nein! Nein! Okay, das würde passieren, wenn wir uns fangen lassen. Haben wir das auch mal gesehen? Haben wir das auch mal gesehen? Also darf ich nicht so viel Zeit lassen. Verdammt, wo lang? Die Musik können wir nicht genießen. Wir können okay. Die Musik nicht genießen. Okay. Aber wir müssen mit ihr hier raus. Sorry, aber wir schaffen es schon. Ich habe ihn im Visier. Ich sag dir zurück. Okay, geschafft. Einmal weg hier. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Fahren. Und er hat Ellie dabei. Aber und sie was sind auf. Das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Zu Tommy. Tut mir leid. Ja. Er hat für ihr Leben gelogen. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Das muss aufhören. Da sind wir wieder in Jackson. In der Nähe der Siedlung. Sei vorsichtig. Wir müssen wohl laufen.
geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Jackson City. Nächste rechts. Das ist ein Firefly-Zeichen da. Okay. Look for the light. Boah, sieht das cool aus. Sieht das cool aus, Alter. Sieht das hammer cool aus. Jetzt spielen wir Ellie mal wieder. Kriegen wir noch ein Selfie hin. Geil. Tja, Ellie. Hammer cooles Spiel. Tja, Ellie lebt noch. Joel hat für sie gelogen. Hat ihr Leben in ihre Hände gelegt. Sie soll... Ja, sie hätte wahrscheinlich entschieden, dass sie für das... für die Rettung der Menschheit sich opfern würde. Man weiß es nicht genau. Ah ja. Das ist natürlich eine Spekulation. Teil 2. Weiß sie davon dann? Oder, ja, ich meine, dass sie nämlich auch sich aufmacht, um Joel zu suchen. Ich glaube, die sind getrennt. Ich glaube, sie sind da getrennt. Und irgendwann sucht sie, glaube ich, Joel. Vielleicht sucht sie ihn, um ihn dann zur Rede zu stellen. Oder um, sie braucht Hilfe. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es erfahren, aber ja, das wird noch ein bisschen dauern. 31.12.2020 ist ein Platzhalter. Das heißt, es ist noch kein Datum bekannt. Es kann einen Monat Verzögerung geben, ein halbes Jahr Verzögerung, aber auch ein Jahr. Heute wurde bekannt, dass bis 31.08. alle Großveranstaltungen abgesagt wurden. Das heißt, wahrscheinlich die Gamescom dieses Jahr wird es auch nicht geben. Wahrscheinlich, denke ich mir mal. Tja. Alles in diesem Jahr ist ein bisschen anders. Okay, wir gucken mal in ihren Rucksack. Sie hat so einiges dabei, was wir jetzt machen können. Uns angucken können. Das Witze- und Wortspiele-Buch. Da ist es, womit sie uns immer schön begeistert hat. Geil. Schön. Ein weiteres davon. Eine weitere Ausgabe. Von Will Livingston. Das andere auch, ne? Teil 1 und Teil 2. Absolute Bestseller. Der Elefant im Kühlschrank. Was denn das? Ein Kinderbuch. Wahrscheinlich eine Erinnerung an ihre Kindheit. Was sie wahrscheinlich sehr schön findet. Vielleicht hat ihre Mutter ihr daraus vorgelesen, das Baby. Und Wileys Anhänger. Wir werden Wiley noch kennenlernen. Im DLC. Was direkt im Anschluss nach dem Ende des Spiels Left Behind heißt das, angegangen wird. Dort werden wir Wiley Abel kennenlernen. Sams Roboter. Sie hatte ihn immer noch. Sie hatte ihn immer noch. Und ein Walkman. Von Sony. Gar keine Werbung. Gar keine Werbung. Schön. Das Detail. Kennen die meisten Kinder gar nicht mehr heutzutage, ne? Die meisten kennen gar keinen Walkman mehr. Nur noch MP3 oder wenn überhaupt. Ne, MP3 nicht einmal mehr. Player. Die hören alle nur über Handy. Über Smartphone. Und dann über... Ja... Die Streaming-Angebote. Das waren noch Zeiten, ne? Nachricht vom Mom. Und ein Springmesser. Das kennen wir ja, ne? Das hat sie hier noch einige Mal das Leben gerettet. Und jetzt lesen wir mal die Nachricht von Mom.
was wir erst jetzt am Ende lesen können. Weil vorher kriegen wir nie Gelegenheit, in ihren Rucksack zu gucken. Wir gucken mal, was da steht. Ellie, ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immer so an und bin überwältigt. Du bist noch kein Tag alt, aber dich zu halten, ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Einem Leben, das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht. Sei nicht so stur wie ich. Das Leben ist lebenswert. Finde deine Bestimmung und kämpfe dafür. Du hast so viel Kraft in dir. Ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe, deine Mutter, Anna. Mach mich stolz, Ellie. Firefly-Anhänger. Hat sie keine persönliche? Nur Joel hat die alle. Aber wir haben einige Comic-Hefte. Ob wir sie alle haben, weiß ich nicht. Also ich habe sie eh nicht alle, aber 3, 4, 5, 8, 11 Stück. Wir haben bestimmt ein paar verpasst, ne? Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Und da haben wir das. Ist schon cool. Einmal kurz alles durchgehen, bevor wir jetzt gleich weitergehen. Ob es alle sind, weiß ich nicht. Ich habe mal einen verpasst, aber egal. Ich habe mich bemüht. Gut. Hat sie sich ein paar Sachen... Haben die irgendwo angehalten und ein paar Sachen geholt. Vor allem, wo hat die... den Rucksack hatte er ja noch, ne? Den Rucksack hatte er dabei. Und vielleicht waren da auch ein paar Sachen zum Anziehen drin. Oder die haben einfach irgendwo angehalten und haben ein paar Klamotten für sie besorgt. Na dann, Ellie. Dann gehen wir mal weiter. Auf zu Tommy. Auf in dein Leben. Ja, eine starke Frau wirst du werden bestimmt. Aber was man sehen kann im zweiten Teil von den ersten Bildern. Es wird aber auch eine Frau sein, eine junge Frau sein, die viel durchgemacht hat. Eine gezeichnete Frau. Eine starke Frau natürlich auch. Kein Kind mehr. Wobei Kind ist es auch nicht mehr. Wenn diese Zeit aufwächst, hat sowieso nur eine kurze Zeit mit der Kindheit. Boah, Alter, das sieht so cool aus. Ja, es sieht einfach hammer-mega-mäßig cool aus. Warte, kriegen wir noch ein besseres Selfie hin? Genau, das geht auch. Ach, hammer cool. Na dann, lassen wir Joe nicht lange warten. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber... Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Bestimmt. So, wir gehen nochmal weiter. Weil da gibt es noch was zu finden. Und ich glaube, das ist, glaube ich, bestimmt das letzte Comic-Heft. Vielleicht... Ja, da liegt es. Ein weiteres Comic-Heft. So, da stehen sogar die Erklärungen hinter. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Dann machen wir uns mal auf. Den Moment. Der
ein schöner Moment, hier durch den Wald zu laufen. Und Joel erzählt immer mehr von Sarah. Ganz frei von sich. Also Ellie hat ihn sehr verändert. So, wir gucken mal eben kurz die Comics an. Nur mal gucken, was hier hinten drauf steht. Ihr könnt Pause drücken, dann könnt ihr es lesen, wenn ihr wollt. Das machen wir einfach mal so. Wir haben Zeit, warum nicht? Wir haben doch Zeit, dann können wir es mal machen. Da haben wir ein bisschen so die Geschichte der Comic-Hefte. Ihr könnt gerne Pause drücken, dann könnt ihr es mal eben kurz lesen. Wenn wir das Comic schon so nicht lesen können, dann halt so. So. Gut sehen. Antiteilchen. Mal gucken, ob es das letzte Buch ist. Ob wir eins verpasst haben. Nullpunkt. Und Singularität. Okay, das war's. Vielleicht finden wir im zweiten Part auch noch weitere Comics. Dann geht's vielleicht weiter. Okay, weiter geht's zum Showdown, zum Ende. Und einen wunderbaren Blick. Einen weiteren wunderbaren Blick. Oh. Sag mal da. Wir sind fast da. Ja. Nicht mehr weit. Die Musik. Die hatte ich vergessen, dass sie so war. Jazz. Da laufen Leute rum. Eine Menge Leute. Überlebende. Eine richtige Siedlung. Wollen wir mal ein Selfie machen, zusammen mit Jackson im Hintergrund. Tja, unser neues Zuhause. Ellie, du bist zu Hause angekommen. Einmal nasse Füße kriegen und dann bist du zu Hause. Da ist Joel, der hilft uns. Hier, ich helfe dir. Dankeschön. Und perfekt. Gib mir deine Hand. Okay. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber
was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör's aber mir. Es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Er tut's für Ellie. Videos und Livestreams, damit wir weiter wachsen und ihr immer Bescheid wisst. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen Abspann und dann haben wir den ersten Part des Hauptspiels erledigt. Nochmal. Und es war mir eine Ehre, hat mir viel Spaß gemacht. Ach, guck mal hier. Der Composer Gustavo Santaolalla. Ashley Johnson und Troy Baker. Später auch in Spielen wie Death Stranding dabei. Hannah Hayes, Jeffrey Pierce, Annie Rushing, Robin Atkin Downs, Maddie Danwich, Will Brown, Ben Scott, Nancy Yetta, Ashley Scott, Wayne Langdon und Nolan North als David. David, ja. Das war wirklich so typisch, also ein krasser Bösewicht. Ne? Ein krasser Bösewicht, den wir nicht krasser aus wie nennen können. Boah, so fies wie der war. Ne? Manchmal charmant. Boah. Geiles Spiel. Die besten Worte dazu nochmal. Jedem zu empfehlen, das Spiel zu spielen. Wie gesagt, Vater Gong spielt es ja auch gerade. Und ja. Es liegen noch ein paar andere Spiele auf meinem Kanal, die noch gespielt werden müssen. Es geht noch weiter mit Resident Evil 3, Nemesis Remake, das Remake. Und Final Fantasy 7, das Remake. Habe ich auch begonnen. Und es gibt noch ein paar andere Spiele, die ich weiterspielen werde und auch neu starten werde. Es gibt noch eine Menge auf meinem Kanal demnächst in naher Zukunft zu erleben.
und ihr könnt mir gerne ein Abo geben. Lasst uns gemeinsam wachsen. Auch wenn ich nicht der beste Gamer bin, nicht der beste Shooter und so weiter, bin nicht der beste Reader, Unterhalter, würde mich trotzdem freuen, wenn du mich abonnierst und immer mal wieder dabei bist bei meinen Videos, mir Tipps, Tricks und Anregungen gibst, wie ich mich verbessern kann. Ja, ich sage jetzt einmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, beim nächsten Video. Ja, wie gesagt, Left Behind folgt und danach die anderen Spiele. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und der andere Kanal, den ich führe, den Miss Survival Fan Channel. Dort laufen immer wieder neue Videos von Miss Survival. Ab 20. Mai soll ein neues Update kommen. Ich bin gespannt, ob das auch soweit eingehalten wird. Mit neuen Gegnern, mit neuen Gegneraktionen, die Wände hochklettern sollen. Es wird interessant. Passt ganz gut jetzt hier in die Reihe The Last of Us Pandemie. Man weiß ja nicht genau, was das Thema, was der Auslöser Mist war. Theoretisch könnte es auch so ähnlich sein wie hier in The Last of Us. Ich mag dieses Spiel sehr gerne. Ja. Noch ein bisschen abspannen. Und dann haben wir es geschafft. Das Projekt noch einmal abgeschlossen. War sehr, sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Die letzten Momente des Abspanns genießen wir noch. Und dann gucken wir mal, dass wir nochmal ins Titelbildschirmbereich kommen. Theoretisch müssen wir dann eine Veränderung sehen. Wir müssen dann eigentlich eine Veränderung sehen. Deswegen warten wir noch einen Augenblick. Eieiei. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich das Spiel nochmal gespielt habe. Wir genießen noch ein bisschen die Musik und den Abspann. Und denken nochmal darüber nach, wie der zweite Teil sein wird. Wir haben schon ein paar Ausschnitte gesehen. Bei Ellie ist, glaube ich, alleine. Also von Joel getrennt. Aber ich glaube, sie sucht ihn. Wird Joel in Part 2 sterben? Wird Ellie sterben? Wird sie es rausfinden, die Lüge? Joel hat sie gerettet. Er wollte ihr, dass sie ihr Leben so lebt. Nicht. Sie versucht es zu beenden. Jetzt hier im zweiten Teil, dass sie vielleicht doch noch sich bereit erklärt, sich zu opfern. Man weiß es nicht genau. Wir werden es alles rausfinden. Irgendwann kommt es raus. In ein paar Monaten, dieses Jahr. Und wenn es nächstes Jahr ist, wir warten. Wir haben so lange gewartet. Jetzt kriegen wir die Zeit auch noch rum. Das war The Last of Us. Von Naughty Dogs. Vielleicht warten die auch so lange, bis die nächste Gamescom kommt. Dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Trophäe erhalten. Was auch passiert. Leicht. Und guck mal. Jetzt, wo wir es durchgespielt haben, sehen wir da ein Messer. Das ist das Zeichen dafür, dass wir das Spiel schon mal durchgespielt haben. Das war vorher nicht da. Da ist es, The Last of Us. Man kann fortsetzen. Beziehungsweise man kann ein neues Spiel spielen. Ein neues Spiel plus. Oder nochmal ein neues Spiel. Machen wir natürlich nicht. Haben wir noch einen Bonus freigeschaltet. Filmsequenzen. Ah, wir haben alle Filmsequenzen. Hinter den Kulissen. Film ausspielen, okay. Konzeptgrafik haben wir auch. Oder auch nicht. Kann man noch kaufen, okay. Freischaltbar. Das sieht ja echt gut aus. Aha. Durch das Geld, was wir als Guthaben haben, können wir uns einiges freischalten. Okay.
Okay. Leben und Tod. Gesamte Tode. Zwei gesamte Tode. Okay. Kills 30. Okay, mehr waren es nicht. Oder heißt das nur, wir sind, dass wir gekillt sind? Wir wurden gekillt 30 Mal und sind zweimal so gestorben. Das kann natürlich auch sein. Verbündete gestorben. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Erlittener Schaden. Okay. Kampf mit Feuerwaffe. Auch das. Kills mit Schusswaffe. Abgefeuerte Schüsse. Mein Gott, was hier alles aufgeführt ist. Gefundene Artefakte. Left behind, Sammelobjekte. Steht aber nicht, ob wir alle haben, ne? Es steht nicht, ob wir alle haben. Das war erstmal nur leicht. Der Unterschied mit dem Plus weiß ich gerade gar nicht. Was leicht Plus, also was das bedeutet. Hat bestimmt irgendwas anders. Bestimmt sogar. Abzeichen. Okay. Was es nicht alles gibt. Die ganzen Trophäen, die man kriegen kann. Wir haben also noch so einige nicht gekriegt. Und Sammelobjekte. Guck an. Da sind alle Sammelobjekte aufgeführt. Wir haben einiges gekriegt. Einiges gefunden. Finde ich gut. Ah, da steht's ja. 126 von 141. Hui. Wir haben 15 nicht gefunden. Okay. Okay. Aber ist gar nicht mehr so verkehrt. Jo, das sind die Kapitel zum Spielen. Das sind nochmal die Kapitel. Die kann man nachspielen. Ja, nächstes Mal gibt es dann Left Behind. Spiele eine Nebenstory, die während der Ereignisse von The Last of Us stattfindet. Warnung, nur empfohlen für Spieler, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Haben wir ja jetzt. Also, demnächst geht's hiermit weiter. Und jetzt sage ich endgültig vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht gut, ciao. Macht gut. Ciao mit V, tschüss mit Ö. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne mal gewisse Sachkommentare schreiben, wie ihr es fandet. Und ihr könnt mir auch allgemein Gaming-Wünsche schreiben. Ihr könnt mir gerne aufschreiben, was ihr gerne für Spiele mit mir zusammen erleben wollt. Einfach mal reinschreiben, dann gucke ich mal, ob ich mir dieses Spiel besorge. Und dann könnt ihr die demnächst auf meinem Kanal sehen. Ansonsten sage ich jetzt, da es jetzt mittlerweile Nacht ist, gehe ich jetzt mal entspannt zu Bett. Und sage gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V, tschö mit Ö. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war The Last of Us Part 1. Die Remastered-Version. Macht's gut, bis denn. Vielen Dank für das Zuschauen.